Am Samstagabend zeigte der gebürtige Kassler Ray Binder in der Szene-Kneipe Fiasco, was es bedeutet, gute Musik zu machen. Mittlerweile feiert er sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Seit 1961, deswegen habe ich mein 50. Jubiläum dieses Jahr. Da habe ich angefangen mit der Western-Gitarre auf der Bühne, habe ein Mädchenchor auf dem Schulfest begleitet in der Stadthalle Kassel. Das war natürlich erst mein erster Auftritt auf der Bühne richtig vor Publikum. Mit bekannten Musikern wie Tim Kersting Gitarre, René Bachmann Wiesner Saxophon, Gregor Kilian Keyboard, Uwe Müller E-Gitarre, Wolfgang Wiegand Bass und Jörg Nischwitz am Schlagzeug heizen sie den Zuschauern zum Beispiel mit dem Clapton-Song Lay Down Sally so richtig ein. Bleibt uns nur recht herzlich zu gratulieren und hoffen, dass uns der Kultsänger noch viele Jahre erhalten bleibt.